Da sind wir auch wieder zurück bei Scrap Mechanics mit smoothen Beats und dem guten Gronko-Boy, der da vorne sich mit dem Hämmerchen rumschwingt. Was schwingst du denn wieder deinen Hammer so in der Luft? Ach, ich habe gerade eben heimlich schon mal ein Tischlein eingebaut, so zwischendurch. Na, das will ich mir mal anschauen. Guck mal doch mal, zwischen den Folgen viel gebaut, fleißig, der Gregor ist nämlich süchtig. Das macht einfach Spaß, muss ich zugeben. Guck mal, wie geil das jetzt hier drin aussieht in so einem Wurmo. Das wird und wächst und gedeiht. In den letzten Folgen habt ihr gesehen, die letzte lief beim Gronk. Ja. Und da könnt ihr mal reinschauen, falls ihr die verpasst habt. Da haben wir uns viel um alle möglichen Einbauten gekümmert und das ganze Interieur und Schnickschnack und Schnicki, Dusche. Toilette hatten wir die eigentlich auch da gebaut oder war das noch in der Folge bei mir? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir haben super viel gebaut. Ich bin nur bald schon geil drauf, das Baby auf den Weg zu bringen, bin ich ganz ehrlich. Also vor allem der Gronk hat viel gebaut. Boah, ich muss hier einfach mal Düsen hinbauen noch. Das fehlt hier irgendwie noch. Das wird der Überdüsenantrieb, Alter. Da müssen noch irgendwie welche hin, oder? So. Ich mache hier mal in der S-Ecke, ne? Mache ich mal so ein bisschen auch Fenster. Das ist doch nice. Vorsicht, nicht zu viel. Achso, da ist Düsi, ne? Da ist eine Düsi. Düsi. Das ist Düsi, Daniel Düsentrieb. Okay. Hier, die kannst du nochmal drei wegmachen. Hier passt es. So. Okay, super. Mega, Alter. Da haben wir eh Vorratsraum. Das sieht doch geil aus. Da oben haben wir so ein Overhead-Compartment. Ich weiß nicht genau, was man da so reinmachen kann, aber da fällt uns bestimmt auch was ein. So, und jetzt hier auf der Seite müssten wir eigentlich auch nochmal... So, oder nochmal... Huch, hä? Darf ich unten an den Motoren auch einen Düsenantrieb machen? Ja, tob dich aus. Sieht doch bestimmt geil aus am Ende, wenn das so auspufft. Das ist Hammer. Zack. So, dann haben wir hier auch nochmal einen Durchgang. Der ist ja schon okay, langsam sind wir echt gut dabei. Also langsam steht das Vehikel, was wir versuchen zu bauen. Das große Wohnmobil. Ich finde, das sieht richtig smooth aus. Kannst du einmal hochfahren, gerade so zum Zeigen für die Zuschauer. Ja. Sehr nice. Nicht zu weit, Entschuldigung. So ein bisschen runter. Ja, so ist optimal. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Nice. So. Guck mal hier an der Seite. Und jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen noch um Aufkleber kümmern. Das ist noch nicht so geil. Um Aufkleber. Muss auf jeden Fall noch. Also ohne Aufkleber fahre ich das Ding nicht, ne? Dass das mal klar ist. Nee, das muss ja so, damit wir ein bisschen smooth am Start sind, weißt du? So. Was noch? Ich glaube, das Dach oben ist auch noch nicht fertig irgendwie. Ja, wir müssen ein Gerüst bauen, glaube ich. Ich bin froh, dass das überhaupt nicht übertrieben ist alles. Da bin ich recht froh, wie bescheiden das alles noch im Rahmen geblieben ist. Also das Bild hängt aber noch nicht korrekt da, finde ich. So, oder? Und dann hier hinten noch eins hin. Ja, Mann. Das wird, Alter. So. Dann hier nochmal. Was ist das denn hier für eine Größe eigentlich vom Bild? Okay, warte. Oh Gott, wie mache ich das jetzt am besten? Ah, das könnte ich über die Tür hängen. Do not enter. Das ist da passt nichts mehr hin. Ich mach dann einfach hier oder hier so. Nee, das sieht nicht cool aus. Wegen der Symmetrie, sonst rastet der Erik wieder aus. Ja, da flippe ich aus. Aber ich mega aggressiv einfach. So. Obwohl, das ist ganz cool da an der Stelle hier. Das ist echt geil. Kannst du mal angucken. So, was denn? Wo denn? Ah, do not enter. Do not enter. Das ist cool, ne? Von außen ist echt noch aber pottenhässlich, ne? Muss man sagen. Ja. Das ist aus wie ein Klo. Aber guck mal, wie hinten, wie geil das aussieht. Ja, hinten ist das echt so zurück in die Zukunft. Das sieht aber echt so aus. Der Daniel, das ist echt richtig geil. Wir müssen da noch Flügel dran bauen. Also so ein Ding würde ich gerne auf der Autobahn sehen. Aber lieber vor mir als hinter mir. Ja, und definitiv. Obwohl, je nach Düse. Ja, gut, das stimmt. Das sieht hinten aus wie so ein Brathähnchen, so ein Grillhähnchen. Was haben wir denn hier noch für tolle Bilder? Ja. Dem türkischen Italiener. Genau, der. So, huch. Achso, brauchst du gerade unten? Ja, nee, sieht scheiße aus leider. Okay, das ist gut. Ich dachte gerade, es könnte cool werden. Das ist ja genau unser Ding. Boah, aber das schon wieder nice ist. Ich mache jetzt ein paar Aufkleber drauf, damit das so ein bisschen so aussieht. Ach du Heilige. Guck mal hier. Ja, wir müssen noch alles verkabeln, ne? Oh ja, viel Spaß. Das ist ja zum Glück deine Folge heute auf deinem Channel. Da bin ich ja froh, du musst ja zeigen, wie es geht. Ja gut. Ja, nee, ich muss mich hier leider um Äußerlichkeiten kümmern. Du bist so oberflächlich. Ich muss dann dringend eine Blume irgendwo hinbauen. Scheiße, warum habe ich die Folge, wo wir verkabeln müssen? Nein, bitte nicht. Bitte tu dir das nicht an. Ich gehe mal ganz kurz rein. Ich muss noch dringend einen Pott hinpflanzen. So, viel Spaß. Ach du Scheiße. Die Aufkleber auf der anderen Seite sind irgendwie sehr low. Das sieht nicht aus, mein Lieber.
Nee. Also die linke Seite vom Womo ist irgendwie sehr schäbig. Wie war denn das nochmal? Alter, ich weiß gar nichts mehr. Wo bist du eigentlich? Ich bin drin. Ach so. Ja, ich komm mal mit. So, man sieht hier schön die Verkabelung. Die Räder müssen ja auch irgendwie in den Motor hinten, ne? Ja, das muss ich machen. Ich kümmere ich mich drum. Oder? Ich verkabel die alle mit dem Motor. Und vielleicht welche mit dem Düsen? So. Okay, ich kümmere mich drum erstmal, dass der Heckantrieb mit dem Motor verkabelt wird. Boah, theoretisch müsste ich auch... Warte mal, muss ich die Räder... Die Bremsscheiben muss ich doch an den Motor, ne? Also nicht die Bremsscheiben, diese... Die Radscheiben da, genau. Ja, ja. So. Okay, hinten wäre das zumindest schon mal an einem Motor. Ich weiß es nicht. Ah, nee. Okay, die kann man auch nur an einem Motor ballern. Das bedeutet, das machen wir weg. Okay. Nein. Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen mitverkabelt, ne? Falls du jetzt mehrere Dinger siehst. Ich war so frei und habe gerade mal schon mal ein bisschen, Warte mal, einige. Da sitzt... Eigentlich müsste ich die alle, jedes Dings, an einen eigenen Motor stecken, fast jedes Rad. Obwohl, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Drehen sich die Räder? Vorne? Ich probier's mal. Warte, ich kann's noch nicht sagen. Okay, das wird interessant mit der Verkabelung. Alter, das ist ein richtiger Technik-Baukasten jetzt hier. Ach du Heilige. Oh fuck. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Wir müssen das ja auch alles mit dem Controller verbinden. In der Mitte noch, mit dem Steuer. Ja, ja, das habe ich schon, hab aber ich schon theoretisch gemacht. Theoretisch brauchst also die du Motor, nur, ach so, die Motoren perfekt, sind alle dran. Die Düsen müssen wir noch verbinden. Ich überlege gerade, sollen wir vielleicht bei dir einen Fahrersitz draus machen und du kontrollierst da gar Düsen? Keine Düsen mehr. Hm? Doch, es geht tatsächlich. Krass. Ich baue. Oder ich mache die Düsen, ja, das wäre vielleicht ganz clever, ne? Damit man nicht alles. Weil sonst wird das, glaube ich, too much am Fahrersitz, oder? Wie kann ich das denn nochmal entfernen hier, dieses Kabel? Rechts. Nee, Rechtsklick. Ich glaube, du musst ihn nochmal verbinden dann, oder? Ich weiß, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich baue einfach die Düse gerade ab, das geht schneller. Aber das muss ich unbedingt noch lernen. Das weiß ich nämlich noch nicht, aber das könnte interessant werden, Freunde. Also, okay, machen wir einen Fahrersitz noch rein und dann verbinden wir den mit den Düsen. Okay, warte. Das ist eine clevere Idee. Ja, das mache ich. Dann haben wir auch viel mehr Kontrolle über das gesamte Vehikel. Wir sagen, alles an einem wir sagen clevere Idee, aber es wird furchtbar alles. Es wird geil. Fahr das mal bitte runter, dann kann ich auch zusteigen. So, warte. Achso, Radio sieht ein bisschen scheiße aus. Achso. Achso. Das Radio kann man vielleicht ein bisschen mittiger machen, ne? Ja. Huch. Oh, nein! Was denn? Was tue ich? Ah, du hast den bestimmt noch aktiv, oder? So, Fahrersitz. Easy. Super, mega geil. Easy. Ich baue das Radio schon hin. Okay, super. Dann verbinde ich mal... Mach ich schon, ich kümmere mich drum. Perfekt, dann verbinde ich hier mal alles mit den Düsen. Ja, aber das hat doch leichter geklappt, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre noch krasser gewesen, aber man hat es doch noch ein bisschen Erinnerung gehabt. So. Hier geht kein Radio hin irgendwie. In die Mitte von den beiden Sitzen? Nee, geht irgendwie nicht, passt nicht. Das war so schön auf vorne. Das irgendwie an die Seite machen. Vielleicht können wir es ja irgendwo mitten reinbauen oder so, wenn wir da irgendwas einbauen. Hier ist doch eigentlich ganz okay. So, die Düsen sind jetzt konnektiert. So, setz dich mal spaßeshalber rein und starte mal die Düsen gerade, also in den Beifahrersitz. Ja, wunderbar. Funktioniert. Läuft? Ja. Oh Gott, aber zeig mal, wie das aussieht. Das muss ich mir mal anschauen. Oh Gott. Warte, soll ich auch mal machen? Ja, mach mal. Hammergeil, Alter. So. Was passiert dann? Kannst du mich verbrennen? Nee, das geht. Die Thruster sind jetzt alle, also die. Die sind alle im Beifahrersitz, genau. Genau, die ganz rechts oder links, die ganz außen, die Thruster, die sind auf jeden Fall auf volle Power. Mhm. Die Motoren sind alle auf Mittel momentan noch, aber da können wir noch schrauben, falls es nicht ausreicht mit der Power. Vor allem, um dieses Moloch hier zu bewegen, ich glaube, da brauchst du echt, boah. Wir brauchen 4 Motoren mindestens. Ich kann ja mal spaßeshalber das Ding da unten rausnehmen. Ja, und wir können einfach mal fahren, ne? Aber sollen wir nicht erst die Treppe noch machen? Das Problem ist, ich komme nicht mehr rein. Ja, deswegen brauchen wir eine Treppe. Ah doch, du kommst rein, wenn du... Ah, ja. Okay, dann setze ich mich mal auf den Beifahrersitz, mein Freund. Was ist eigentlich mit dem Dach? Das ist fertig, ne? Irgendwas passiert? Ja, das sieht fertig aus. Irgendwie dreht sich da nur... Hä? Brauchen wir da vielleicht noch was zwischen den Rädern? Weil irgendwie dreht sich das. Kann es sein, dass die Räder nicht auffliegen auf dem Grund, dass die irgendwie in der Luft drehen? Oder ist die. Ich glaube, die. Mach du mal auch mal, gib mal Gas.
Ah. Ey, das funktioniert! Außer, dass natürlich die Aufhängung ist noch falsch rum. Aber es fährt. Zurück, ja. Fahr mal zurück. Also ich kann nicht. So, warte jetzt. Ach, du hast nicht genug Power zum Zurückfahren. Scheiße. Nee, zurückfahren ist schwierig. Ach du Scheiße, wir brauchen diese Düsen tatsächlich. Okay, lenk mal hart ein. Ja. In die falsche Richtung. Boah, Alter. Das ist vielleicht noch ein bisschen suboptimal. Das ist noch ein bisschen suboptimal. Ja, hol das Ding mal hier rüber. Oder ich bleib mal drinnen gerade. So, warte, schön ist. So. Hallo, Ladies and Gentlemen. Oh. Okay. Die Sicht hat sich gerade verzogen. Du bist aber noch drin, aber ne? Also mit den Düsen haben wir uns auf jeden Fall bewegt. Aber irgendwas hat nicht gespasst. Gespasst? Mann, so. Was war das? Ich glaube, die hier müssen auch noch, zack, einmal... Ah, okay, andersrum. Moment. Das Lenken hat funktioniert. Ich glaube... Oder? Warte mal, ich glaube, die Räder hier sind... Sind diese Räder noch falsch rum? Die sind alle mit dem Motorblock verbunden. So, ich glaube, die Räder waren... Ich glaube, auf der einen Seite waren die Räder falsch rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte natürlich auch sein. Warte mal, ich mach mal die Treppe hier hin gerade. Das ist mich so ätzend mit dem Hoch und Runter. Wo sind die nochmal? Hier, die gute Treppe. Wo bist du denn, kleines Treppchen? Ah, ich glaube, das ist der Grund. Warte mal. Nee. Treppe. Ja, sag mal, bin ich jetzt voll verblindet? Ah, warte mal, hier gibt es auch so coole Auf... So, warte mal. Ich glaube, das Problem habe ich tatsächlich nicht gefunden. Soll ich sowas mal bauen? Das sollten wir ja eh, diese Ein- und Ausfahrbare. Ist die das? Kann man die ein- und ausfahren? Kannst du den mal gerade ein bisschen hochfahren? Ja, natürlich. Oder warte, es geht so. Geil. Oh weh. Aber so müsste die Treppe wahrscheinlich die ganze Zeit über den Boden schleifen bei der Fahrt. Nee, mach es mal weg. Mach es mal weg ganz kurz. Wir machen echt mal was Ausfahrbares hin. Wir müssen uns daran trauen. Das geht nicht anders. Nein, ich traue mich nicht. Wir müssen uns daran trauen. Nein, ich traue mich nicht. Das müssen wir hinkriegen. Nein, müssen wir nicht. Huch, hast du weggemacht? Ups. Ja. Warte. Warte mal, ich habe mir sein Malheur passiert. Oh. Sorry. Fährst du gerade rückwärts? Boah, ey, das kann nicht sein. Der Antrieb ist zu wenig. Wir brauchen mehr Motoren, glaube ich. Oder warte mal, ich knall mal die Motoren alle hoch. Die Vorderräder drehen sich nach hinten. Ja, nee, warte mal. Das liegt daran, weil wir unsere Motoren einfach alle keine Power haben. Und ich bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich ziehe gerade hier richtig an der Turbine. Ja. So, boah, Alter, bei mir ruckelt's gerade ein bisschen. Echt? Ja. Ist ja gut, dass ich die Folge heute mal aufnehme. Was ist denn da los? Wie sollen wir das denn nennen? Das Wohnmobil. Jessica? Hilflosigkeit. Sag mal. Okay. Dann ist das die Jungfernfahrt mit Hilflosigkeit. Also, warte. Ding, ding, ding. Das sieht schon schön aus. Also, auch mal hier so aus der Nähe betrachtet. Also, ja, bei mir ruckelt es gerade auch. Ich glaube, wir haben einfach übertrieben vielleicht ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Dabei finde ich das ja, alles noch absolut im Rahmen, was wir hier machen. Ja, absolut. Absolut. Alter, ja, Mann. Alter! Wow! Nice! Woo. Ja, geil! Alter, Bams! Hilfe! Sehr nice, Hilfe. Ich will mitfahren! Ah. Ey, okay. Ich will auch mitfahren. Warte, ich kann nicht! Ich kann nicht. Er macht sie selbstständig. Er macht sie selbstständig. Alter, was ist los? Oh Gott, unser schönes Auto. Hilfe. Jessica, Hilflosigkeit. Okay, ich hab gebremst. Jessica, Hilflosigkeit. Oh, ich hänge unter dem Auto. Warte, wie soll ich hier so einsteigen? Der will mich nicht verarschen. Ich hab das Gefühl, dass die Vorderradaufhängung irgendwie überfordert ist mit dem Klumpen, den wir hier fahren, Alter. So. Wie komm ich rein? Ja, ich bin drin. Ach, von cool. Vorne eingestiegen. Nein. Okay, jetzt geb ich mal Gummi. Oh, okay. Alter, das Ding ist so groß. Alter, meinst du? That's what she said. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur den... Boah, wir können ja gleich die Wand hochfahren. Irgendwie ist das zu monströs. Man kann von vorne kann man es ganz gut sehen. Gib mal Gas. Du auch? Warte, man kann doch auch irgendwo in die Gib mal jetzt Gas. Gibst du gerade Gas? Ja. Jetzt, warte, vielleicht fahren wir gleich den Berg hoch. Warte. Ey, vielleicht klappt das wirklich. Bis an die Levelgrenze. Nee, das klappt nicht. Wir kippen gleich. Ich glaube, wir kippen gleich. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. So, ich habe eingeparkt, Schatz. Wie spannend das aussieht einfach. Warte. Okay, ich geh Vollgas. Schade, dass man das Fahrzeug nicht mehr von hinten sehen kann, weil es so riesig ist. Ich hätte was lieber in die Breite bauen sollen. Ist ja 16 zu 9 der Monitor. YouTube-Videos vielleicht praktischer.
Dieses Fahrzeug ist für 21:9 konzipiert, ja? Wir haben uns echt bei was gedacht. Aber nur von der Seite, Alter, wo fährst du lang? Ich versuch doch irgendwie auf die Straße zu kommen. Was machst du da? Das ist das Navi, das spinnt. Warte. Okay. Hast du eigentlich bei den Motoren nur Halbspeed eingebaut? Nee, die sind voll. Ah, okay. Du musst die vielleicht ein bisschen trippeln. Warte. Geil, komm wieder hoch. Ich glaube nicht. Komm schon! Ich glaube nicht, warte, Baby. Warte. Alter. Alter, ist das schön. Ist das nicht schön? Also fahrtechnisch ist das Ding natürlich voll für den Arsch. Oh, ich hab ein Gemisch im Gesicht. Oh, schön. Also das ist ja mal was, das hab ich ja jahrelang nicht. Oh, jetzt hängt am Baum. Oh, ey, Alter, wie schlackert denn da? Ey, das Problem ist, dass die Räder hinten... dass die Hinterräder auch am Steuer hängen. Die hängen nicht am Steuer? Aber warum lenken die mit? Lenk mal gerade. Ich glaube, die sind nicht starr, oder? Nee, guck mal, lenken tue ich jetzt hier nur. Vorne. Okay. Aber die Räder hinten sind nicht starr. Die sind nicht starr, deswegen wahrscheinlich. Die schlackern einfach mit. Warum? Deswegen schwimmt er hinten. Haben wir hinten Achsen eingebaut? Ja klar. Eigentlich schon. Was habe ich da falsch gemacht? Ich glaube, die müssen starr sein. Ah, ich weiß warum. Nee, ich weiß, was der Fehler ist. Okay, ich park mal. Pass auf, wir reparieren's. Komm ich raus, bin zu fett. Okay. Ah, scheiße. Ja, so. Ich glaube, die Dinger hier. Ja, nee, ich weiß, was das Problem ist. Es sind die Scheiben, die ich dazwischen gemacht habe, noch zwischen Achse. Ja, das meine ich ja. Genau die meine ich ja. 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 Ach, hast du gerade ausgebaut? Kann ich das einfach so ausbauen? Können wir. Hm? Natürlich. Warte, ich deck das frei gerade. Warte, hier, jetzt musst du es rausnehmen können. Jetzt rollen die Räder weg, oder? Sehe ich das richtig, dass die Räder... Alter, geil, wenn ich eine Karre habe, ne? Warte mal, jetzt zeige ich dir mal gerade was. Mhm. Weil du wirst überrascht sein, du wirst voll freuen. Ja, Mann! Okay, warte, das wird geil. So, Alter, geil! Gesagt. Yeah, komm her! Alter, geil! Wow. Das ist Hammerball, Alter, das ist Hammerball. So hoch wollen hier. Hol wieder, hau ihn rüber. Yeah, komm schon. Oh mein Gott, es ist Ludwig. Scheiß mal aufs Automobil, das hier ist viel geiler. Ja. Komm, wir lassen das stehen und spielen den ganzen Tag nur hier rum. Ja. Bleib stehen. So. So. Gut, dass hier kein PvP gibt. Das ist so geil, siehst du, ich hab doch gesagt, du wirst es feiern. Das ist cool, das ist echt geil. Ja. Das kann man nämlich mit dem Hammer machen. Man kann diese Objekte schlagen und da können wir uns auch noch voll viel überlegen. Alter, geil. Hammerball. Aber wie kriegen wir den jetzt hier ans Wohnmobil? Wir machen gerade Reifenwechsel, so ein bisschen. Ganz normaler Tag in der Playmassive. Ach, das ist ja auch geil hier oben. Schingen. Geil, ich bin DJ übrigens. Oh. Oh. Alter, zu viel Kraft. So. Bams. Boah, es macht voll Spaß. Alter, das macht süchtig. Kann ich anders. Ich hab ein cooles neues Konzept für ein Indie-Game. Und sonst, was hast du in den letzten Tagen so gemacht? Ach. Hammerball. 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 Are you ready for Hammerball? Yes, I am. Wir müssen im Rumpel da mal so ein neues Spielkonzept vorschlagen. Ja. Was wir zufällig gerade selber ausgedacht haben. Ja, voll geil. Bam. Oh, Alter, der Reifen hat sich gerade sogar gedreht. Ich hab den nur gestriffen. Ich will mal was gucken. Geht das? So. Alter! Oh, noch viel geiler! Alter, knapp war was. Mit einem. Oh. Yeah! Guck mal, der rollt dann immer so geil. Boah, wie geil, das ist voll geil. Wow, bam! Alter! Das ist ein Skiller. Ja, geil. Und ich nehme zum Glück auf. Da sieht man auch mal, dass ich doch irgendwo mal alle 20 Folgen irgendwas kann. Und Hammerball bin ich ja ein Profi. Es gibt ja auch nur zwei Amateure. Wir müssten uns noch ein Spielfeld aufbauen. Wir machen uns noch ein Spielfeld und dann... Alter, geil. Hammerball-Match. Geil. Alter. Ja, Mann. Geile Idee. Hammer-Time. Geile Idee. Hammer-Time. Oh. Alter, geil, wieder eiert. Nice. Wow, Alter. Alter, Hammerball. Boah. Ganz der klar. Ist drin. Ganz klar. Ist Ziel. Drin. Ganz klar. Aber Alter, guck dir das mal an. Boah. Zieh dir das mal rein gerade. Alter, der war... Tor. Okay. Unhaltbar. Tor. Boah. Tor. Da geil. Oh. Aber wie kriegt man den jetzt wieder zum Wohnmobil? Das ist die Frage. Das kriegen wir oder die Herausforderung. Unsere Herausforderung für diese Episode. Warte. Mit Doppel.
Okay, das war schon mal geil. Wir müssen jetzt immer darüber ziehen. Nicht, dass hier irgendwo ein Teich ist oder so. Da haben wir natürlich verkackt. Egal, wir gehen auch in den Teich. Jetzt bei unserem Golf. Golf können wir auch hier spielen, geil. Mit dem Hammer. Stimmt. So möglichst wenigen Schlägen zum Ziel kommen. Gibt's eigentlich einen Ball irgendwie? Nee, ne? Alter, was für geile Sachen man hier noch machen kann im Spiel. Huch! Boah, der war ultra gut. Alter, das war ein Lacker. Das war echt ein Lacker. Wo hast du den anderen Reifen eigentlich gelassen? Den habe ich abgebaut. Just for fun. Ja, am Felsen vorbei. Oh, jetzt einmal der mit. Ah, nein, ah, nein. Komm schon! Nein, schade. Nee, ich wollte ihn nur aufhalten gerade. Ich wollte ihn gerade nur aufhalten. Komm, warte, ich schieb den mal so über den Boden. Alter! Grad. Wow! Nice! Guck dir mal die Mad Skills hier an. Geil. Oh, niemand spielt Hammerball wie wir. Möchte ich mal eben festhalten. Guck dir das mal an. Es gibt ja auch niemand anderen. So, natürlich, deswegen. Ja. Hammerball! Aber die Musik passt auch gerade. Yeah! Alter, das ist geil. So, ist aber die falsche. Wir müssen auf diese Seite, ne? Ja, das reicht. Ich glaube, jetzt können wir es wieder anbringen. Oder? Denke ich auch. Ja, wir haben es geschafft, würde ich mal behaupten. So, was das Problem war, war klar, ne? Ja. Okay. Dann werde ich jetzt mal, pass auf, ich nehme wieder die Metalldinger. Das Lustige ist, wir müssen ja sowieso wieder abbauen. Ja, eben. Im Prinzip ist es völlig wurscht. So. Und hier jetzt noch einer und dann darf nur eine Drehscheibe. Das habe ich natürlich nicht bedacht, das war ein bisschen dämlich. Soll ich vielleicht aufstocken, das Ding? Ja, ich kriege ihn drunter, aber es wäre nicht schlecht. Okay, warte. Aber ich muss ein bisschen weg da von unserem Parkplatz. So, hier. Boah. Entschuldige. Geil. Alter. Okay, jetzt müssen wir noch hier irgendwie, ich werde die anderen Reifen wahrscheinlich auch, aber die können wir hier dranhängen. So. So, jetzt ist es starr. Guck mal, wie sie da wegrollen. Mit zwei ist aber am geilsten noch, Alter. Was überhaupt nicht übertrieben ist. Mit drei oder vier Reifen. Hätte ich das auch voll Bock drauf. Aber so eine ganze, die ganze Achse voll mit Reifenaufhängung. Aber da kannst mega. Ich glaube, da kommst du gar nicht mehr, da kannst du gar nicht mehr richtig lenken. Ey, das ist so geil, da muss ich gar nicht mal auf YouPorn gehen heute Abend. Ich bin schon dreimal fällig gerade. Einmal bei Hammerball eben. So, bei der Hammer. So, nice. Dann ist ja immer meine Balls so schlackern. Okay, pass Hammerball. Auf, wenn du das eben machst, pass auf, ich geh ganz kurz rein. Okay. So, pass auf. Okay. Und dann verbinde ich hier schon mal mit dem Motor, ne? Okay. Oh, was mach ich denn? Warte mal. Die Frage ist natürlich, jetzt habe ich ja nur eine Seite, ich muss ja noch die andere Seite. Da ist ja dasselbe Problem wahrscheinlich gegeben. So. Darum kann ich es nicht wegnehmen. Und da. Ich lasse dir einmal als Ersatzreifen da. Sitzt alles. Okay. Okay, immer mit der Ruhe. Ja, kein Problem, ey. Kein Problem. Immer mit der Ruhe, Gregory. Hast du die Vorderreifen auch ausgetauscht? Nee, an dem Vorderreifen hast du das. Ah, nee, alles gut. Ich hab gerade nur auf Blau geachtet, war aber kein Blau. Du bist gerade bei den Hinterreifen, ne, wenn ich das richtig sehe. Du müsstest ja die sehen können, wenn du dieses Verbindungsding aktivierst, dann siehst du ja. Genau. Da rollen die alle weg. Gott, ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja gut, die lasse ich rollen. Keep rolling, weißt du? Du hast aber nicht die Achsen zwischen den Rädern vergessen, ne? Also die damit die nee, sich nee, auch drehen die Scheibe können. Dazwischen. Genau. Nee, habe ich nicht. Also alles gut. Achso, wirklich nicht? Ich sehe die von hier oben. Nee, habe ich nicht. Habe ich alle angebracht. Ah, jetzt sehe ich die. Ich musste aktualisieren. Okay. Alles angebracht, mein Freund. Alles angebracht. Supi. Supi. Leute, die Supi sagen, ne? Ja. Supi. Ey, das ist voll supi, wie du das wieder gemacht hast mit dem Drehscheiben. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. So. Geil, ich wollte das nur mal machen. Und jetzt mache ich noch was anderes mit dir, du kleiner Specht. So, jetzt. Der wird sich wundern. So, das müsste funktionieren. Mist, jetzt habe ich keine Kontrolle mehr. Kannst du mal kurz... Ah, danke. Bitte. So. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin, Gregor? Etwa hier hin? Hast du die anderen Räder schon dran? Jo. Ah, die Boah, haben, wie die geil. Haben, Alter, das sieht eigentlich gut aus. Alter, vielleicht machen wir das mit Hochspannung in der nächsten Episode. Boah, du Fuchs, du. Alter, richtiger Kleinfänger. Und dann, Fuchs, aber, dann wird richtig boah. Gefahren mit dem Ding nice hier one. Beim Gregor Onk. Oh komm, jetzt gibt's noch ein bisschen Hammerball gerade. Komm, einmal noch zwei der Dinger. Also ich möchte allen empfehlen, die Scrap-Mechanik spielen. Allen empfehlen, die Scrap-Mechanik spielen, einfach so Hammerball zu spielen. Ja, auf jeden Fall das Geilste. So. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe. Der Rest ist mir scheißegal, ja. Aber Hammerball rockt. Manchmal ist die Schlaganimation nicht da, ne?
Eigentlich schon. Manchmal, also habe ich keine Probleme. Also bei mir ist die manchmal nicht so. Boah, Alter, trau mal. Oh mein Gott. Es ist so geil. So. Na? Es ist Hammerball. Was ist das denn jetzt? Ich treffe nichts gerade. Irgendwie komisch. Tut mir leid. Verdammt. Das gebührte nicht einem Profi wie mir. Alter, der ist voll an dir vorbeigezogen. Hast du das gerade gesehen? Ja. Nimm das Ding zurück, du Loser. Wir brauchen echt mal ein Spielfeld für sowas. Dann können wir Hammerball-Turniere machen, wir Alter. Wir müssen aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Alter, es geht 3-0. Wir können in der nächsten Folge mit Hammerball weitermachen. Und dann unserem krassen Bauvorhaben. Haben wir doch zwei geile Sachen, die wir noch nicht gezeigt haben in dieser Folge. Da können wir richtig Content replizieren. Das ist doch geil. Zum Beispiel, wie wir random mit dem Hammer auf andere Gegenstände einschlagen, um zu gucken, was man noch alles machen kann. Boah, geil. Spezialfolge. Boah, geil. Hammerball. Boah, da habe ich Bock drauf. Ohne Scheiße. Wie geil. Entweder in der nächsten oder übernächsten Folge wird das gemacht. Und in der nächsten fahren wir aber dann, glaube ich, erstmal richtig. Ja, und das dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Oh, guck mal, wie cool. Tschüss. Oh, geil. Nice. Oh. Hammerball.